Hallo, in diesem kleinen Beispiel möchte ich zeigen, wie ich dieses Lochmuster, das hier in diesem Testbeispiel einer Türfüllung erzeugt worden ist, in die Mitte dieser Skizze bekomme. Dazu rufe ich einfach dieses Feature nochmal auf, das heißt Doppelklick auf das Feature und man sieht schon in der Vorschau, dass dieser Rahmen und dieses Lochmuster nicht in der Mitte ist. Ich kann hier noch versuchen, das bündig wegzunehmen, jedoch wird es deswegen auch noch immer nicht genau in die Mitte genommen. Im Grunde genommen geht es hier eigentlich um dieses Verlegekoordinatensystem. Man sieht hier auf der rechten Seite, dass dieses Koordinatensystem hier an der rechten Seite definiert worden ist. Dies kann ich hier mit dem Klicken des Verlegekoordinatensystems, das heißt ich klicke hier drauf, kann hier natürlich mit der Enter-Taste zum Beispiel wählen, ich möchte in der Mitte zwischen zwei Punkten, das heißt, ich wähle hier diesen rechten oberen Punkt und den linken unteren Punkt. So, und jetzt wird mir dieses Lochmuster mittig ausgerichtet. Die Ebene noch anwählen, so. Das heißt, man sieht hier schon an der Vorschau, dass diese das Lochmuster jetzt mittig ist. Am besten sieht man hier durch dieses Kreuz mit OK kann ich dieses Lochmuster bestätigen und habe dieses Lochmuster mittig ausgerichtet.